Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit diesem Gesetz gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt zu unserem Ziel: beste Bildung für alle Kinder von Anfang an. Den Eindruck der Oppositionsfraktionen, dass dieser Gesetzesentwurf eine Schwächung der Schule darstellt, hat keine der Anzuhörenden geteilt. Immer wieder wird von Haupt- und Nebenakteuren gesprochen. Aber diese implizite Hierarchie ist keine gute Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Schulsozialarbeit ist keine Hilfskraft, die den Facharbeitern zuarbeiten soll. Nein, es sind eigenständige Professionen mit eigenen Schwerpunkten und mit eigenen Tools. Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen haben alle das gleiche Ziel: die bestmögliche individuelle Förderung unserer Kinder. Und dieser Gesetzesentwurf unterstützt die Akteure bei der Erreichung dieses Ziels. Und wenn überhaupt, dann stellen wir mit diesem Gesetzesentwurf doch die wahren Hauptakteure in der Schule in den Fokus, nämlich die Schülerinnen und Schüler, unsere Kinder. Wie wir mit Hilfe dieses Gesetzes unsere Kinder in den Fokus stellen, lässt sich anhand eines Beispiels gut veranschaulichen. Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen haben in ihrer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern andere Schwerpunkte als Lehrkräfte. Da sind wir uns ja einig. Sie haben demnach aber auch eine andere Perspektive auf das Handeln und das Verhalten der Kinder. Und wenn wir nun durch unser Gesetz den Lehrkräften und der Schulsozialarbeit ermöglichen, sich den Herausforderungen gemeinsam zu stellen, dann können unsere Kinder auch ganzheitlich betrachtet werden. Zum Beispiel konnten bisher bei familiären Problemen einzelner Kinder die Schulsozialarbeit beratend hinzugezogen werden. Da Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen dann aber in der Regel auch im engen Kontakt und Austausch mit diesen Kindern stehen, ist es sinnvoll, die Schulsozialarbeit künftig auch wirklich aktiv in diese Problemlösung mit einzubeziehen. Und es geht ja auch gar nicht um die Notenvergabe oder um den Aufbau des Unterrichts, der eben angesprochen wurde. Wir wollen eine aktive, gemeinsame Arbeit an den Problemen der Schülerinnen und Schüler. Und die verschiedenen Blickwinkel der unterschiedlichen Professionen ermöglichen dann die ganzheitliche Betrachtung unserer Kinder. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten somit gemeinsam auf Augenhöhe mit der Schulsozialarbeit an der besten Lösung für solche und auch für andere Probleme. Und diese echte Mitbestimmung der Schulsozialarbeit ermöglicht die notwendige ganzheitliche Betrachtung unserer Kinder, auf die ich eben schon eingegangen bin. Denn nur so kann jedes Kind bestmöglich individuell gefördert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns hier im Parlament einig darüber sind, dass sich die Lebenswelt unserer Kinder verändert hat, dann müssen wir auch endlich anerkennen, dass sich unsere Kinder nur dann bestmöglich entwickeln können, wenn Schulsozialarbeit angemessen in den Schulalltag eingebunden wird. Und das ist eben mehr als nur einmal kurz zu beraten. Nach Verabschiedung dieses Gesetzes dürfen Lehrkräfte endlich gleichberechtigt mit der Schulsozialarbeit zusammenarbeiten. Und ich weiß gar nicht mehr, von wie vielen Lehrkräften ich bereits darauf angesprochen wurde, dass dieses Gesetz, was wir jetzt verabschieden wollen, längst überfällig ist. Lehrkräfte und Schulsozialarbeit wollen zusammenarbeiten. Lasst uns ihnen diese Zusammenarbeit mit Hilfe unseres Gesetzes erleichtern. Eine Politik, die immer nur Ängste schürt, war in der Vergangenheit seltenst ein guter Ratgeber. Zu behaupten, dass die Schullandschaft von diesem Gesetz überfordert oder Lehrkräfte sogar überrumpelt werden, entspricht schlicht nicht der Realität. Weder in den Stellungnahmen zur Anhörung noch in unserer im letzten Jahr angelegten Dialogveranstaltung »Unsere Schule, meine Welt« noch in den vielen kleinen Gesprächen mit einzelnen Lehrkräften oder den Verbänden kam diese Sorge auf. Ängste zu schüren und solche Behauptungen aufzustellen, hilft niemandem, weder den Schulen, noch den Schülerinnen und Schülern, noch den Lehrkräften.
Und vor allem ist das doch auch alles andere als wertschätzend gegenüber der Schulsozialarbeit. Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen wird damit nicht nur ein Stück ihrer Kompetenz abgesprochen, sondern sie werden auch in eine falsche Ecke gedrängt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Veränderungen in unserer Gesellschaft anerkennen und neue Lösungen für neue Probleme und Herausforderungen finden. Wir müssen den vielfältigen Anforderungen von Schule gerecht werden. Wir müssen Rechtssicherheit schaffen. Und wir müssen auch endlich mal das anerkennen, was bereits gelebte Praxis und Realität ist. Und in diesem Zusammenhang kann man auch ruhig nochmal erwähnen, dass es vor allem auch die Lehrerinnen und Lehrer sind, die sich wünschen, die Schulsozialarbeit stärker mit einzubeziehen. Schule ist ein sozialer Lern- und Lebensort. Schule ist multiprofessionell und Schulen sind mitbestimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Monaten und Jahren werden wir die weiteren Veränderungen in unserer Gesellschaft und Herausforderungen ganz genau beobachten. Und vor allem werden wir auch beobachten, wie sich das Gesetz auf die Schullandschaft, auf die Lehrkräfte, die multiprofessionellen Teams und die Zusammenarbeit auswirkt. Lassen Sie uns dies gemeinsam tun. Für unsere Schulen, für die Zukunft unserer Kinder und somit auch für die Zukunft unseres Landes. Glück auf!